Hallo und herzlich willkommen zum Review des G&P Red Hot Zeits mit mir, Alle Wach 1993. Ja, ein Red Hot Zeit, diesmal für mich selber, habe ich bei Software Professional gekauft. Preis liegt bei 59,99, dass ich den jetzt schon abgearbeitet habe. Ich vergesse den Preis ab und an ganz gerne mal. Und ich würde sagen, wir fangen auch sofort mit der Verpackung an. Die drehe ich jetzt ja schon schön umher. Ja, die, wie ihr seht, ist so ein Nachthimmelblau gehalten. Zwei Abbildungen befinden sich da nur drauf. Und zwar einmal die Halterung und einmal das Red Dot an sich selber. Und links und rechts jeweils zwei Aufschriften. Und zwar Sports Goods Perfect Red Dot. Mehr gibt es zu der Verpackung eigentlich nicht zu sagen. Und ja, wir kommen direkt zum Lieferumfang. Der ist klein, ganz normal, ganz üblich bei einem Red Dot Zeit. Und zwar einmal ein Staubtuch, das Red Dot an sich, dann einen kleinen Immo-Schlüssel, die Halterung und zwei Staubkappen oder zwei Schutzkappen, je nachdem wie ihr es bezeichnen möchtet, eine für vorne, eine für hinten. Und wie ihr die raufkriegt, hier habt ihr die kleine Kerbe und ihr müsst einfach ganz wie ihr wollt, am besten so, die Staubkappe einfach komplett raufdrücken und die Staubkappe wird dann in dieser Führung drin gehalten. Hat auf jeden Fall viele, viele Vorteile, ist halt vor Staub oder ähnliches oder Kratzern halt geschützt, um die Staubkappen halt zu öffnen, an den Nasen einfach nach oben drücken, hier ist eine Feder drinne und die schnellen halt nach oben. Finde ich schön, sieht auch sehr, sehr stylisch aus, wenn die ja angebracht sind und jo. Das war es auch an den ja, Lieferumfang. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ich habe hier noch vier Schrauben, also so diese Tüte bekommt ihr nicht, die vier Schrauben sind schon in der Halterung mit drinne, beziehungsweise eingeschraubt. Ich habe sie jetzt für euch rausgeschraubt, um halt die Montage gleich ein bisschen zu ja, verschnellen. Und ich würde sagen, ich komme jetzt auch schon mal zu den technischen Daten von dem Scope, beziehungsweise von dem Red Dot, ist ja kein Scope. Ja, das Gewicht liegt bei 326 Gramm, also nur das Red Dot alleine, glaube ich. Und also das stand bei Software Professional jetzt nicht drin, aber ich denke mal nur das die Optik hier an sich sind 326 Gramm. Zusammen schätze ich mal so ungefähr, ja, vielleicht 500 Gramm. Dann einmal das komplette Material von Halterung und Optik besteht aus Aluminium. Zur Verarbeitung brauche ich ehrlich gesagt nicht großartig was sagen. Ist halt sehr schönes Aluminium, sehr, sehr ja, schön gearbeitet. Man hat hier, auf wo es hier dann rausgefräst oder gedreht wurde, ja, keine Nähte oder sonst irgendwas, keine Rückstände. Das einzige Problem, was ich jetzt halt schon festgestellt habe, ist, dass sehr schnell Kratzer entstehen. Das ist beispielsweise die Halterung, die dann an die Wristschienen kommen. Und da sieht man schon die ersten Farbabgänge, ja, die ersten Kratzer. Aber ansonsten halt sehr, sehr schön gearbeitet. Sehr schön, finde ich. Auf jeden Fall sehr gelungen. Einzige Marking, was hier drauf ist, und mal arbeiten wird das auch schon mal ab, ist 1x32, also eine ganz normale Visierung, ohne irgendwie eine Vergrößerung und ein Objektiv von 32. Ich habe jetzt ein Objektiv, das steht bei Software Professional so drin, von 30 mm. Dann haben wir noch zu den technischen Details 5 Helligkeitsstufen und 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich die reinkriege. Einmal grün und einmal ein schwaches Rot, also wie gesagt, 5 Helligkeitsstufen. Ich schalte jetzt kurz mal auf die höchste. Sieht man jetzt ungefähr. Ich hoffe, dass es einigermaßen eingefangen ist, aber ist ja nicht ganz so wichtig. So, die Länge des Dots, also ne, des Sides hier, beträgt 12 cm und die Höhe 4,5 cm. Und die Gesamthöhe, wenn es ja, Red Dot in der Halterung drin ist, also von hier unten bis hier zum höchsten Punkt, ist die Höhe 8 cm. Die Befestigung, die zeige ich euch gleich, die ist auf jeden Fall sehr, sehr fest, sehr stabil. Und wenn man, ich sag mal, jetzt hier noch mit einem Ringschlüssel, Mausschlüssel nochmal ansetzen würde und das so fest wie möglich ziehen würde, die würdet ihr gar nicht mehr abkriegen. Aber wenn ihr per Hand, ja, handfest andreht, dann habt ihr auf jeden Fall auch keinen Abfall des Scopes. Garantiert. Also es bleibt schon definitiv an seiner Position. Jo, dann würde ich euch das mal zeigen, wie das befestigt wird. Ganz normal die Schrauben halt hier alle rausdrehen. Und dann einsetzen. Das Problem ist halt, dass es mit vor der Kamera wahrscheinlich wieder ein bisschen schwerer wird. Ja, des Weiteren kann ich euch noch nebenbei erzählen. Ich habe einen Wärmewechsel.
gemacht und geschaut, ob die Linsen beschlagen. Tun sie nicht. Also von, ich weiß gar nicht, von 5 oder von irgendwie so von 0 bis 5 Grad, dann in Raumtemperatur, so 24 Grad circa, da haben die definitiv nicht beschlagen. Was ich sehr gut finde, das heißt, die werden auch weiterhin nicht beschlagen. Das ist auf jeden Fall ein schönes, ja, schönes Gefühl, dass man denn durch nicht beschlagene Linsen guckt. Bei dem CM32, bei dem Zielfernrohr, was ich ja hatte, da war leider, oder wurden die Linsen leicht beschlagen jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen Wärmewechsel hatte. So, dann haben wir auch schon das Sight schon mal soweit montiert. Jetzt könnte man das noch ein bisschen gerade drehen. Werde ich jetzt noch mal kurz mal machen. Ja, des Weiteren kann man die, also das Red Dot auch mit einem Auge verwenden oder halt mit beiden Augen, je nachdem wie ihr es möchtet. Also man kann wirklich dann das eine Auge geschlossen halten und so dann halt visieren oder halt mit beiden Augen, ist beides vollkommen möglich. Habe ich schon selber getestet. Und so, jetzt habt ihr das auf jeden Fall schon mal komplett fertig montiert. So einfach geht's, ganz einfach. Den Punkt könnt ihr in der Höhe und in der Seite noch verstellen. Ich drehe jetzt nur einmal einen Teil ab. Und zwar unter dieser Kappe einmal eine Justierung und einmal unter dieser Kappe eine Justierung. Und hier unter dieser Kappe habt ihr die Batterie, die ihr dann wechseln müsst. Und ja, soweit zu dem Scope selber. Kriegt das jetzt ran? Jo. Ansonsten, was könnte ich jetzt noch zu sagen? Genau, die Linse. Ich hoffe mal, jo, das sieht man. Hat einen Rotstich, also einen Abdunklungseffekt. Also wenn man jetzt rausguckt und eine extreme Sonne ist. Also man wird auch durch das Scope definitiv nicht geblendet, sodass man halt einwandfrei halt durchvisieren kann. Finde ich auf jeden Fall alles sehr schön gemacht. Und ich gebe jetzt mal meine Waffe dazu, dass ich euch die Montage noch weiterhin zeigen kann. Ich habe meine Waffe auch schon hier bereit. Das ist jetzt mal meine eigene M4. Und ja, um die halt, um das Scope, das Red Dot, ganz einfach zu montieren auf der Rissschiene, ganz normal hier den, die Schraube lösen, euch den, ja, Punkt suchen und dann könnt ihr es halt schon festschrauben. Ja, wie gesagt, ist halt so vor der Kamera ein bisschen schlecht. So, und dann einmal handfest anziehen und ich wackele jetzt extrem, also ihr habt kein Wackeln, kein Nichts, kein gar nichts, also es sitzt bombenfest, wenn man das nur handfest schon mal anzieht. Und sieht auf jeden Fall schon mal stylisch aus, ich würde es jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Ja, dann habe ich noch zwei Sachen, die ich euch, gut, ob man die jetzt wissen möchte oder nicht, ich habe sie jetzt mal mit aufgeschrieben, beziehungsweise nochmal nachgemessen. Und zwar, dieser Abstand beträgt 2,5 cm, also von hier bis Unterkante 2,5 cm. Und der Mittelpunkt des Rotpunktes, also des Dots, was ihr innerhalb des Red Dots seht, also der Mittelpunkt gemessen von hier aus bis zum Mittelpunkt, beträgt 4,5 cm. Ob der eine oder das andere oder der andere das jetzt wissen möchte, ist jetzt dahingestellt. Ich habe das jetzt mal mit reingenommen, weil vielleicht ist es ja für einen interessant, für den anderen nicht. Aber ich habe es drin und von daher kann ich da auf jeden Fall nichts falsch machen. Ansonsten kann ich dazu nicht mehr viel sagen. Wie gesagt, die Befestigung einfach, schnell, hält sehr, sehr fest. Auch wenn man das ganz normal mit Hand anzieht. Sehr, sehr robust durch das Aluminium, was ein bisschen negativ halt auffällt. Gut, ist halt Alu, beziehungsweise diese Farbe. Da gehen halt sehr, sehr schnell die Kratzer rein und man hat sehr schnell diesen, ich nenne es mal jetzt diese Lackabblätterung. Also was ihr denn halt schon an dieser an der Rissbefestigung seht, was ich meinte, dass da halt schon die Kratzer alles reinkommen. Ansonsten ist es für ein Scope, was 60 Euro kostet, definitiv akzeptabel und man kann es definitiv so nehmen. Und ja, das war mein Review, das waren meine Abschlussworte. Ist halt mal was anderes. Ich habe alles gesagt, so die nötigsten Fakten. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, kann ich euch diesmal noch besser beantworten, weil das mein eigenes ist. Das habe ich immer ja zu Hause und kann euch dazu noch weitere Fragen beantworten. Link ist unten natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und das war es von mir mit dem Review zum G&P Red Dot mit mir, Allerbach 1993. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Ich bin raus, ich bin Alle wach 1993. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.